Das Bittgebet ist relativ wenig Gegenstand von Unterrichten oder von Büchern oder von Unterweisungen, weil es einfach formlos ist. Weil es eigentlich nicht viel gibt, das man lernen muss dabei. Ja? Wir können es zu jeder Zeit, an jedem Platz und eigentlich in jeder Form an ihn wenden. Ja? Dennoch ist es einer der wichtigsten Zustände, in die wir uns begeben können. Weil wir durch das Bittgebet bezeugen, wie schwach wir sind und wie bedürftig wir sind und dadurch bezeugen, wie stark Allah subhanahu wa ta'ala ist. Ja? Also durch unsere Bedürftigkeit bezeugen wir seine Stärke. Und so ist zu verstehen, dass die Gelehrten sagen, das Bittgebet ist kein Mittel zum Zweck. Bittgebet ist kein Mittel zum Zweck. Das heißt, dass ich jetzt, ich brauche etwas, dann bete ich, dann habe ich es bekommen und dann ist es vergessen. Sondern das Bittgebet an sich ist ein Ziel. Ja? Auch wenn man daran denkt, dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Bedürfnisse sowieso kennt, ja, dann könnte man theoretisch aufhören, um irgendwas zu bitten. Und so sagt Imam al-Haddad, قد كفاني علم ربي عن سؤالي واختياري. Also dein Wissen ist genug für mich oder reicht mir aus und erspart mir, dich um etwas zu bitten und etwas auszuwählen. Ja? Aber mein Gebet und meine Frage an dich und mein Gebet bezeugen meine Schwäche und meine Bedürftigkeit. Ja? Und dieses Bezeugen, dieses Zeugnis ist ein Ziel an sich. Ja? Es ist ein Ziel an sich, dass wir unsere Hände heben und bitten.